Unser Richter, was darf ein Prokurist und was darf er nicht? Also wir haben einmal ein Okay-Schuh und ein No-Schuh. Es gibt zwei Gruppen insgesamt, wo man sagen kann, dass den Umfang beschreibt, den ein Prokurist nach außen für einen Vertretenen, zum Beispiel eine GmbH oder für auch einen Kaufmann, einfach machen darf. Sie wollen die beiden Wege sehen? Dann bleiben Sie dran. Genau, was darf ein Prokurist? Nach dem deutschen Handelsrecht haben wir hier eine Vorschrift, Paragraph 49 Absatz 1 HGB. Und da steht einfach drin, dass, wir gucken es mal kurz an, die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften. Also vor Gericht darf er auftreten, außergerichtlich, also einfach Verträge abschließen und Rechtshandlungen, bitte aufpassen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Also, dass es sozusagen weiter alles geht. Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken, also Veräußerung und Belastung, also Kauf nicht, sondern nur Veräußerung und Belastung von Grundstücken, ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt wurde. Gerade bei Grundstücksfirmen, Grundstücks-GmbHs, die mit Grundstücken handeln, da ist es natürlich wichtig, dass er dann da auch was Grundstücke verkaufen kann. Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Diese einzelnen Worte im Gesetz sind ja immer sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe, wo die Rechtsprechung dann entsprechend dazu gesagt hat, das sehen wir so und so. Und daraus hat man dann auch verschiedene Aussagen heraus abgeleitet. Ein Handelsgewerbe zum Beispiel, das sahen Sie hier oben. Ein Handelsgewerbe meint hier jede gewerbliche Tätigkeit, also auch Produktion, Dienstleistung. Und dann haben wir noch die gewöhnlichen Geschäfte und Rechtshandlungen sind beispielsweise der Abschluss von Lieferverträgen oder Einstellung von Personal. Außergewöhnliche Geschäfte und Rechtshandlungen sind beispielsweise Strafanzeigen, Rechtsprozesse führen, Prozessvollmachten erteilen, Darlehen aufnehmen oder Spenden vergeben. Durch die Formulierung eines Handelsgewerbes deckt der Gesetzgeber sogar die Rechtsgeschäfte ab, die nicht direkt etwas mit dem Betrieb zu tun haben, also zum Beispiel Spekulationsgeschäfte. Also, wir gucken uns mal an. Ein Yes kriegt der Prokurist, Geschäftsverkehr führen, Wechsel zeichnen, Prozesse anstrengen, Vergleich schließen, Handlungsvollmachten erteilen, also Untervollmachten sozusagen, sofern er zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt ist, gilt für ihn selbst das Kündigungsschutzgesetz nur eingeschränkt und also weil er einfach so eine Arbeitgeberfunktion hat. Wo ist jetzt das No? Was darf er nicht? Das sind sogenannte höchstpersönliche Geschäfte des Betriebsinhabers, zum Beispiel Geschäfte, die darauf tätigen, den Betrieb einzustellen. Erinnern Sie sich daran, oben steht ja, der Betrieb des Handelsgeschäfts, des Gewerbes darf er machen. Dann Jahresabschluss darf er nicht unterzeichnen. Eine weitere Prokura erteilen darf er nicht, weil die darf ja nur der Inhaber, Gesellschafter aufnehmen. Also das sind zusammen die Vermögensbasis im Zentrum bestimmende Sachen, die würden zu weit führen. Handelsregistereintragung beantragen, weil das wirkt ja auch wieder direkt in den Gesellschafterkreis. Ein Eid für den Kaufmann leisten, eine Insolvenz beantragen und auch Steuererklärung unterschreiben. Und es gibt noch so ein paar andere kleine Sachen, die letztlich dann sozusagen darunter fallen. Nur mit einer besonderen Befugnis und die auch im Handelsregister eingetragen wird, darf der Prokurist zum Beispiel Grundstücke veräußern oder belasten. Ja, Professor Richter, alles klar. Also wir wissen jetzt den Yes- und den No-Weg, aber es gibt doch immer wieder so Möglichkeiten, dass man die Prokura beschränkt. Oder ist da irgendwas möglich? Genau, gelten Beschränkungen im Innenverhältnis auch Dritten gegenüber? Also das Innenverhältnis betrifft den Prokuristen und seinen Arbeitgeber, der ihn eingestellt hat, und den Geschäfts-, sozusagen der Vertretene. Und im Außenverhältnis, das ist letztlich sozusagen, wenn der Geschäftsinhaber, eben der Vertretene, mit dem Dritten sozusagen, von dem Verdrittenen letztlich hier eine Sache, die der Vertreter gekauft hat, letztlich bezahlen muss oder kaufen muss, ne? Also je nachdem, was das für ein Vertrag war. Also im Außenverhältnis ist das sozusagen das, was letztlich der Vertreter eingetütet hat und wo also der Vertretene gegenüber dem Geschäftspartner verpflichtet wird. Gut, gelten Beschränkungen im Innenverhältnis auch Dritten gegenüber und das auch Dritten gegenüber, das wäre also dann nach außen, das sogenannte Außenverhältnis zwischen dem Vertretenen und dem Dritten. Also wie ist das? Ja, also im Innenverhältnis finden sich in der Praxis häufig beschränkende Prokura, dem Umfang nach meistens durch das zugrunde liegende Dienstvertrag, also zum Beispiel, wenn das ein freier
freier Mitarbeiter ist und der kriegt Prokura, oder durch den Arbeitsvertrag. Da gibt man manchmal auch so, sogar maximal bestimmbare Summen ein, wie zum Beispiel auch in unserem Ausgangsfall. In unserem Ausgangsfall von der Ausgangsfallstudie hatten wir ja dieses Beispiel, dass er dort nur bis zu einem Geschäftswert von 1 Million befugt ist, etwas zu machen. Ja, diese Beschränkungen sind gegenüber Dritten unwirksam. Das heißt, im Außenverhältnis kann das 30 Mal im Vertrag drinstehen, ist nicht wirksam. Das sagt der Paragraph 50 Absatz 1 und auch Absatz 2 HGB, sodass die vom Prokuristen ohne Vertretungsmacht abgeschlossenen Geschäfte, also zum Beispiel auch in unserem Ausgangsfall, über 1,5 Millionen hat er da was abgeschlossen mit dem Geschäftspartner G, grundsätzlich verbindlich sind, wenn tatsächlich hier die Prokura nach außen auch gegangen ist und er sozusagen auch dann wusste, dass der G also wirklich nachweist, also dass der wirklich sagen kann, er weiß, dass der Prokurist war. Ne? Gut, der Prokurist ist der Gesellschaft dann aber zum Schadensersatz verpflichtet, das dann im Innenverhältnis. Hier haben wir nochmal die Vorschriften, also eine Beschränkung des Umfangs der Prokura ist Dritten gegenüber unwirksam. Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, dass die Prokura nur für gewisse Geschäfte, also so, im Marketinggeschäfte ist oder für gewisse Arten von Geschäften, also nur Kauf oder Verkauf oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit. Also Zeitprokura gibt es nicht oder sowas oder Ortsprokura, das gibt es nicht. Was es aber gibt, und das werden wir nachher sehen, es gibt hier ein paar bestimmte Sachen, wie zum Beispiel eine Beschränkung der Prokura auf den Betrieb einer von mehreren Niederlassungen des Geschäftsinhabers. Das ist nur wirksam, wenn diese Niederlassung auch einen eigenen Namen hat und auch darunter sozusagen im Handelsregister eingetragen wird. Dann kann man sagen, für diese Niederlassung hat er Prokura, weil dann hat allerdings auch diese Firma diese Niederlassung einen eigenen Handelsregisterblatt. Ne? Gut, nun habe ich ja gesagt, nein, Professor Richter, es ist sozusagen unbeschränkbar, es ist also sozusagen alles grundsätzlich kann der Prokurist machen. Wir haben trotzdem, wie ich Ihnen sage, das sind die zwei Gruppen, wie Sie im Hintergrund auch sagen, haben wir doch mal, was darf ein Prokurist und was darf er nicht? Und dort haben wir, wie gesagt, einmal die Yes und einmal die No-Sachen, aber bei den No-Sachen, was er nicht machen darf, sozusagen bei den Beschränkungen, die wir also auch hier drin haben, kann das manchmal so sein, oder ich muss jetzt andersrum sagen, wir haben also noch zusätzlich ein paar No-Sachen, das heißt, wir haben gesagt, er darf bestimmt ohne weiteres nicht einfach hier einen Gesellschafter einstellen oder sowas. Wir haben aber noch zwei Sachen und die sind aber mehr von der Rechtsprechung entwickelt worden. Und zwar ist das hier letztlich wenn der Prokurist und Geschäftspartner arglistig zum Schaden der Gesellschaft zusammenwirken, also wenn dort eine Arglist vorliegt. Ne? Und das wäre zum Beispiel mal ein Ausgangsfall, so wenn der G, der Geschäftspartner, genau weiß, dass der Unternehmer U den Prokuristen rausgeschmissen hat, dann wird er das natürlich, kann er das, da auf das Geschäft nicht bauen, dann ist das Geschäft nicht wirksam. Oder was haben wir hier noch? Wenn der Geschäftspartner den Verstoß des Prokuristen gegen interne Weisung kennt oder diesen Folge grober Fahrlässigkeit nicht erkennt. Also wenn er hätte wissen müssen, das ist doch viel zu teuer und der Geschäftsinhaber doch selbst noch nicht gesagt, dass das ihm alles zu teuer ist. Gut, in diesem Zusammenhang mit der unbeschränkten Prokura bin ich ja jetzt gerade dabei, das dauernd immer weiter abzuschmelzen, wann es denn doch beschränkt ist. Also nur was zum Betrieb des Handelsgewerbes ist, fassen wir nochmal zusammen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit einer örtlichen Beschränkung, wenn diese Niederlassung ein eigenes Handelsregisterblatt hat, eine eigene Firma. Und wir haben natürlich hier noch einen weiteren Punkt, dass eine Vertretungsmacht dann nicht besteht, wenn wir hier Arglist haben und der andere das hätte kennen müssen und die grobe Fahrlässigkeit nicht kennt. Und noch zwei Sachen von den Begrifflichkeiten habe ich hier noch. Die Einzelprokur, das ist die, wenn das nur eine Einzelperson darf sozusagen, alleine den Vertrag unterschreiben. Wir haben aber dann auch noch die Gesamtprokura. Bei der echten Gesamtprokura sind nur zwei Prokuristen zum Handeln befugt. Also die müssen beide unterschreiben. Und das ist sozusagen das Vier-Augen-Prinzip. Es gibt noch die unechte Gesamtprokura. Da ist es dann ein Prokurist zusammen mit zum Beispiel einem GmbH
Geschäftsführer zum Beispiel sagt man, der Geschäftsführer darf nur zusammen mit einem Prokuristen arbeiten. Das macht man zum Beispiel, wenn der Prokurist zum Beispiel der Finanzexperte ist und der GmbH-Geschäftsführer ist sozusagen der große Spinner, der Marketing-Sachen macht, immer Sachen bezahlen, hier anleiht, die man aber keine bezahlen kann. Das ist halt eben der GmbH-Geschäftsführer zusammen mit dem Prokuristen sozusagen, dem Finanzier, der soll mal sagen, das kann man sich leisten. Und der GmbH-Geschäftsführer sagt, aber das brauchen wir aus Marketinggründen. Ne? Also deswegen wäre das also dann die unechte Gesamtprokur. Ich fasse zusammen, ganz zum Schluss haben wir also festgestellt, dass wir grundsätzlich eine umfangreiche Prokura haben. Das sind die Yes-Fälle, der Yes-Schuh. Und das ist alles, was im Betrieb des Handelsgewerbes geht. Aber dass der No-Schuh, dass wir diese No-Sachen nicht machen dürfen, dass wir also eine Beschränkung haben. Diese Beschränkung gilt aber nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, auf Veräußerung zum Beispiel. Belastung von Grundstücken, Sachen, die nicht zum Betrieb des Handelsgewerbes gehören, sondern nicht sozusagen zu seinem täglichen Geschäft, sondern ganz tief in die Substanz reingehen. Und wir haben noch eine Art von Beschränkung in diesem No-Bake, dass eben die darin liegt, dass man das auf eine Filiale beschränken kann oder dass es eben mit anderen Personen zusammen ist. Also Sie sehen, diese grundsätzliche Unbeschränktheit der Prokura musste durch Gesetze und durch die Rechtsprechung auch in ein paar Sachen doch ein bisschen eingefangen werden. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie die Unterschrift eines Prokuristen sehen, dann werden Sie wissen, okay, können Sie sich gleich noch was dazu denken, denn wir haben ja hier eine Typisierung, einen Typ-Prokura und wie beim Autotyp, wo Sie auch gleich wissen, das gehört zu einer Autofirma sowieso, ah, das ist die folgende Typ, können Sie auch immer gleich sagen, ah, das und das haben die eigentlich immer alle, BMW und VW und so, können Sie auch hier sagen, Prokurist hat unbeschränkte Vollmacht, aber so ein paar kleine Sachen hat es eben dann doch nicht. Apropos Professor Richter, wie unterschreibt eigentlich ein Prokurist? Ja, das gucken wir uns doch gleich mal im nächsten Video an. Danke für die Aufmerksamkeit.